Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Ja, manche haben es vielleicht mitbekommen. Meine Pokémon Smaragd Randomizer. Die dritte Folge habe ich ein Game Over kassiert und darf jetzt eine Bestrafung machen. Und ja, ihr seht's, the world's hardest game. Für den ersten Tod mache ich 10 Level. Und ich muss die auch schaffen und ja. Ich bin ein rotes Dreieck. Ich muss den blauen Kreisen ausweichen und die gelben einsammeln. Und ich muss 30 in Folge. Es gibt nur 30, dann mache ich vielleicht nur 5 als Bestrafung. Ich guck mal, wie schwer es wird. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse, sagen Sie. Ich beginne auf jeden Fall mal mit dem Spiel. Okay, es ist auf jeden Fall nicht the world easiest game. Sehr wohl. Sehr, sehr wohl, genau. Das funktioniert absolut nicht so. Wie mache ich das? Warte. Mann, der wird nicht mehr gespeichert. Ich finde es übrigens. Oh. Den Sound kann man mal vergessen anzumachen. Ich versuche nicht zu ragen, aber. Kacke, ich war ja da. Und jetzt wieder zurück. Nein! Das ist ein bisschen arschig. Ihr seht die Tode ja auch an der. Oh, Kacke, seht ihr nicht. Wir sehen uns gleich. Jetzt seht ihr sie. Oh, that one was easy. Der Ton ist echt laut in dem Spiel, jetzt mal for real. Wie geht das? Okay, das war total schlecht losgelaufen. Nein! Okay, das war dumm. Kacke, ich hab mein Handy hier liegen lassen. Ja. Mann, ich komme irgendwie nicht hoch, wenn ich da unten bin. Nein! Ja, das war perfekt. Wow. Ich schaffe es immer wieder. Spring nicht einfach in Level, das du noch nie gespielt hast. Ich mache übrigens 10 Level, weil ich bin schon im 5. So wenig Tode wie möglich ist das Ziel. Das Level ist einfacher als deine Mutter. Ah. Na toll. Ah, das ist echt ein Checkpoint, so wie ich es gehofft habe. Wo kann ich als nächstes hin?
Okay, jetzt muss ich als nächstes hier hin. Kacke, das ab. Also, warum war das jetzt nicht? So, wo muss ich hin? Das Level ist mies, by the way. Ich versuch mal, wie es ist, wenn man sich beeilt in dem Level. Der nächste Safe Spot kann ich ja mal kurz analysieren. Okay, nächster Checkpoint. Autsch. Autsch. Mir geht's jetzt auch nicht drum, wenige Tode zu holen. Mir geht's darum, das überhaupt zu schaffen. Nein! Der nächste Safe Spot. Ich muss jetzt vor allem auf die ich hier. Als ob. Das sind gerade ein bisschen unnötig. Hallo. Teilweise sind das ja aber echt keine Tode. Vor allem das Spiel ist so übel simpel programmiert, aber trotzdem so einen Abfuck. Es ist the world hardest game. Das Spiel hat übrigens eine Fortsetzung. Es ist toll, ich weiß. Ich werde hier auch noch brauchen. Mich wundert es nur, dass ich bis jetzt noch relativ ruhig bleibe. Eigentlich bin ich so ein Mensch, ich raste so schnell aus. Vor allem, wenn ich selber dumm wie Scheiße bin. So, jetzt nochmal diese Situation analysieren. Hier bin ich anscheinend durchgehend sicher. Und hier. Ich hasse euch. Ich hab immerhin jetzt schon Checkpoint. Ah, fuck. Ich merke schon, das wird jetzt Abfuck, weil es einfach so ewig dauert. Au. Au. Man sich erstmal richtig ausrichten ist schwer. Ich
hatte anscheinend beim ersten Mal durch richtiges Glück schon direkt die richtige Ausrichtung, aber... Bringt nichts, wenn man stirbt. Hier, manchmal ist das irgendwie schnell. Und manchmal ist man selber zu schnell. Mann! Also das Level wird noch seine Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe immer weniger Bock. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 6 von 30 geschafft habe oder in 6 von 30 bin. Aber auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen was vor mir. Und dieses Etwas macht nicht sonderlich viel Spaß. Aber das ist, denke ich, auch der Sinn einer Bestrafung. Hier, so kann ich das skippen. Das ist schon mal eine wichtige Info, dass ich hier das erste Rad skippen kann. Okay, das war scheiße. Mann! An der Stelle verkacke ich meistens. Nein! Dich. Alter, ich war gerade erleichtert, dass ich das geschafft hatte. Ich habe jetzt 10 Minuten gebraucht. Warte. Hä? Hä? Okay, das ist buggy. Ja, das ist buggy, toll. Wie soll ich denn hier? Hier ist immerhin die Hitbox relativ großzügig, um es mal so auszudrücken. Auf Deutsch, die Hitbox ist verbuggt. Vor allem tut das Spiel schon nach kurzer Zeit in den Augen weh, ist auch so ein toller Punkt. Aha. What the fuck? Also, Kurzlage analysieren. Die drei da gehen immer im Kreis und dann ist da noch einer da links, der geht eigentlich... Warte, wenn ich mich... so bewege. Und da hinten ist es eigentlich nochmal dasselbe. Alter.
Alter, was? Und das ohne Checkpoint. Das ist mies. Ja, genau. Also, ich müsste irgendwie da rechts einfach auf die Seite kommen. Wenn ich dadurch kommen würde. Warte, ich muss mal kurz was testen, auch wenn ich dann die Stelle hier wiederholen muss. Okay, ich bin auf jeden Fall schnell genug, um zumindest ein bisschen mitzuhalten. Alter! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Jetzt verkacke ich ja hier auch schon. Alter, ich habe jetzt schon 99 Tode. Warte, da ist auch dieser eine Nervige da. Okay, ich konnte mich nicht bewegen. Na toll, wenn das Spiel, wenn es nicht schon nervig genug ist, auch noch Bugs hat, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Komm. Jetzt einfach ein bisschen mitlaufen. Oh Gott! Leck mich. Leck mich. Der kommt dahin! Okay, das ist abnormal. Wo bin ich? Ich muss eigentlich von hier aus. Wie geht das? Da bin ich auch nicht sicher, glaube ich, oder? Doch. What the fuck? Jawohl! Jetzt muss ich hier unten das holen. Ach so, das geht direkt dahin. Ich weiß nicht mal, wie ich das gerade geschafft habe. Und wie ich zurückkommen soll, weiß ich auch nicht. Und ich schaff's trotzdem, leider kann ich das nicht saven. Das Level wird mich ewig aufhalten. Alter, noch ein Level. Das sieht nicht mal leicht aus und das heißt schon schwerer, als es aussieht. Ich bin bisher sehr zufrieden mit meiner Leistung. Hier werde ich untergehen. Wie komme ich denn da unten weiter?
Nein! Das ist nicht schwerer, als es aussieht. Das ist genauso schwer, wie es aussieht. Jedenfalls, wenn es für euch auch aussieht wie die Hölle. War da der Hit? Das schaffe ich nie. Hallo, aber ich verstehe hier die Hits auch teilweise nicht. Mann, das war die Hälfte. Meine Augen beginnen hier übrigens langsam weh zu tun. Man merkt, denke ich, auch, dass ich mich einfach nicht konzentrieren kann. Deswegen ist es so gebaut, dass die Level nur auf Konzentration basieren. Mann, ich wüsste halt echt gern, ob ich mir das theoretisch jetzt ersparen könnte, weil das heißt, ich hab schon so viele geschafft. Ich guck jetzt das mal kurz nach. Ich hab Spaß. Das hier ist Level 10. Hä? Hallo? Kacke. Müsste wieder halbwegs passen. Yay, neuer Rekord. Irgendwie glaube ich, das ist übel das langweilige Video.
Ich meine, ich reg mich nicht mal auf. Alter, meine Hand tut inzwischen auch noch weh. Also das schaffe ich heute nicht. Das ist auch wirklich das größte Problem an dem Spiel. Das belastet den Körper in jeder Form. Meine Hand tut weh und meine Augen. Allein weil meine Hand wehtut, schaffe ich es heute nicht. Ah, fuck. Das einzig Frustrierende finde ich jetzt, dass ich 10 Level schaffen als Ziel gesetzt habe und das hier das 10. ist. Und teilweise die Hitbox. Dass das Level einfach mies ist. Mein Handgelenk stirbt ab. Vor allem war ich noch nicht mal irgendwie weiter als hier unten. Ich war noch nie auf der linken Seite. Und es gibt Menschen, die haben das Spiel ohne Tode in 6,5 Minuten durchgespielt. Alter, ich hab doch gedrückt, Mann. Meine Handgelenke sind inzwischen sogar schon voll rot. Wie lange ist denn das Video?
Also ich denke, gleich höre ich für heute auf und mache das Ganze ein andermal fertig. Natürlich auch so weit wie möglich. Aber heute wird das nix. Okay, was war das? Das Problem ist, dass ich den Dreiecken nicht mehr folgen kann mit den Augen. Die sind überfordert inzwischen. Deswegen sehe ich nicht viel mehr als die ersten Meter. Für heute war es das. Ab hier muss ich... Kacke, Mann. Okay, ich werde jedes Mal nur noch 2 oder 3 Level pro Strafe ransetzen, weil ich dann bis dahin zurück muss. Ja. Dann war es das für heute. Ich hab's geschafft. Ciao.